Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Minecraft-Spezial. Es geht nämlich darum, ich wurde ein paar Mal darauf angesprochen, ein Tutorial darüber zu machen, und zwar über einen gewissen Punkt, der eigentlich jedem Minecraft-Spieler bekannt sein sollte. Aufzug, und zwar ein altmodischer Aufzug, also den gab es in den 50er, ach was rede ich da, 80er Jahren. Gab es ihn dann nicht mehr, ja. Aber 1800 gab es ihn schon. Und ja, das ist der ohne Pistons, ja. Ohne Pistons geht auch. Nein, das ist der Aufzug, und zwar mit Wasser, also Wasserboot, Bootaufzug. Und zwar hat mich da ein, zwei, drei Leute angeschrieben, ich sollte mal ein Video darüber machen, wie denn das funktioniert, zum Beispiel bei meiner Let's Play Welt. Da habe ich doch auch so einen Aufzug. Und in meiner Joe-Welt, ich weiß, das gibt's, Joe läuft jetzt schon lange nicht mehr. Ja, kommt schon irgendwann vielleicht mal wieder, wenn ich mal dazu Zeit und Bock habe, weiter zu spielen. Ja, auf alle Fälle wissen sie anscheinend nicht, wie man so einen Aufzug baut. Und habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich doch ein kurzes Video darüber, wie denn so etwas funktioniert ungefähr. Und ich würde mal sagen, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Freibereich, einen Bereich freigemacht. Hier könnt ihr sehen, was ich da gemacht habe. Machen wir einfach mal. Da war nämlich überall Schnee und so. Und deswegen habe ich das mal kurz weggetan hier. So. Ich würde sagen, wir setzen das Ganze einfach mal hier hin. Nehmen unsere andere Bauwerke. Und wir fangen einfach mal damit an, dass wir ja einen Eingang bauen. Ich würde sagen, ich baue ungefähr so einen Aufzug wie in meiner Let's Show. In meiner Let's Play Welt. Würde ich sagen. Das heißt, wir machen das mal so. Set Water. Ups. Und dann haben wir das hier. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal den Eingang und den Ausgang hier. Das heißt, wenn das der Eingang ist, dann ist das da der Ausgang. Es kann natürlich auch, der Ausgang kann natürlich auch da drüben sein. Bloß ich mache es jetzt mal so, wie ich es in meiner Let's Play Welt habe, würde ich sagen. Dann kann man sich ungefähr das vergleichen. Ups, jetzt fängt schon an, das alles Eis zu werden. Das ist natürlich nicht so gut, das Ganze in einem Eisbiom zu bauen. Aber normalerweise dürfte... Ja, ist ja wurscht jetzt dabei. So, hier kommen quasi unsere Aufzüge hin. Wir machen das Ganze mal zwei tief, dann geht es besser mit dem Wasser und so. Und wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Ich würde sagen, ich baue das Ganze aus Wolle. Wir nehmen dazu einfach mal orange Wolle her. Und ja, wir brauchen im Prinzip, ja, eine längere Reach, sage ich jetzt mal. Einfach so hoch, wie wir wollen. Mauern wir das Ganze jetzt quasi ein. Und, ja, sagen wir mal, wir gehen jetzt einfach mal bis dahin. Das wird schon passen so. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen schneller. Ich gehe nämlich einfach hier rüber. Mach hier Set. Mach da Set. Schauen wir mal, was für eine Nummer das hat. Set 35.1 und dann haben wir das hier. Und so machen wir das mit allen Seiten. 35.1. So. Set 35.1. Und Set 35.1. Man könnte das natürlich auch mit 35.8 machen. Ist, also die Blöcke sind vollkommen wurscht. Hauptsache, ja. Es sind halt welche da. Sozusagen. Dann brauchen wir in der Mitte, brauchen wir natürlich auch eine Blockade. Die machen wir jetzt mal so, genau. Die machen wir weiß. Damit wir es auseinanderhalten können. Und... eigentlich wäre es fast schöner, wenn wir das Ganze mit Glas machen würden, gell? Wir machen mal die Front, machen wir aus Glas. Set 20 müsste es sein, genau. Und... so, sieht schön aus. Genau. Hier haben wir quasi die Front. Links fährt man hoch, rechts fährt man wieder runter. Und damit so der Aufzug funktioniert, braucht man natürlich Wasser. Weil Boot besteht aus Holz. Das heißt, es treibt im Wasser nach oben. Früher war es ganz einfach, früher hat man einfach oben zwei Eimer Wasser hingetan und dann ist das Wasser runtergeflossen und dann ist man da hochgegangen. Mittlerweile funktioniert das Ganze nur noch, wenn das
solide Wasserblöcke sind. Also wenn es quasi hier so wegfließt, hier steigt das Wasser nicht auf. Quasi es muss ein vollkommener Block sein. Items. Oh. Ah, Drops, glaube ich. Genau. Und wenn wir jetzt links reinfahren wollen, dann müssen wir natürlich hier irgendwie aufmachen. Und da wir unser Boot ja hier sich hier oben befindet, müssen wir quasi mindestens zwei frei machen. Beim Rausfahren genauso. Und wir machen das jetzt einfach so, damit quasi, wenn hier Wasser drin ist und damit das nicht darüber fließt, setzen wir ganz einfach da Schilder dran. Links und rechts jeweils. Hier brauchen wir ja keine Schilder. Hier brauchen wir dann später hier nur Wasser. Wasser, glaube ich, habe ich gar nirgendwo eingespeichert. Hier setzen wir einfach mal. Genau, so, so, so. Ah, oder auch nicht. Ah, und das wird schon wieder alles zu Eis, ja. Darauf muss man natürlich aufpassen. Ich hätte das Ganze vielleicht nicht in einem Schneebiom bauen sollen. So, okay. Bin jetzt... Ah, okay. Man geht immer von da aus, wo man ist. Ab 25. Genau. Dann gehen wir mal noch darüber. Machen da. Ab 25. Set 20. So. Jetzt kann uns das hier nichts mehr einfrieren. Das heißt, wir ändern kurz die Blöcke hier zu Wasser wieder und dann passt die Geschichte hier. Setzen wir da was hin, da was hin, da was hin. So, jetzt ist wieder alles im grünen Bereich. So, warum man zwei Wasserblöcke tief brauen muss, liegt ganz daran, wenn man hier oben runterfällt, dann sinkt das Boot erstmal so tief ein, dass, ja, dass es halt kaputt gehen könnte. Und wenn man runterfällt, ist es auch besser, wenn es so ist. So, beim Reinfahren ist es eigentlich nichts anderes. Zumindest die Grundstellung. Stellung gesagt. Nur jetzt ist es halt so, wenn man da reinfährt, dann muss man irgendwie nach oben kommen. Und dazu benötigt man quasi an jedem Block bis nach oben, links und rechts, eine Wasserquelle. Das heißt hoch, hoch, dann hoch, 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 hoch. Und so geht es quasi überall. Und das dauert natürlich, je länger der Turm ist und du das mit Eimer machst, also normalen Minecraft-Let's Play, dauert das natürlich Ewigkeiten. Ich werde das Ganze eben mal kurz mit einem kleinen Trick oder mit der Hilfe quasi hier ein bisschen beschleunigen. Wir machen hier einfach 8 und dann ist jeder Block ein solider Block. Und somit ist quasi gleich voll. Und wenn wir jetzt wieder hier runter müssen möchten, dann müssen wir einfach nur hier aufbauen und dann geht das Wasser wieder runter. Das Problem halt, wie wir jetzt haben, ist, wenn man hier drüber fährt, dann fällt das Boot nicht mehr runter, sondern bleibt immer hier oben und hüpft so hin und her. Warum spielst du da so gammelige Musik? Weil quasi ein Boot mindestens, ich glaube, 1,9 Blöcke oder so ist, also braucht man zwei Blöcke frei. Damit man das jetzt quasi, ja, ausrichtet, gibt es so einen Trick, bloß jedes Mal verbaue ich mich da wieder. Ich weiß nie, ob der so funktioniert. So funktioniert er nicht. Entweder nehme ich so oder man macht es halt dann ganz einfach und legendär mit, was ich in meiner Let's Play Welt auch gemacht habe, mit Schildern. Mit Schildern funktioniert das Ganze genauso, denn Schilder haben ja keine Hitbox und somit kann man da ganz einfach durchfahren. Und ja, wenn man es halt jetzt so hört und man unten reinfährt, dann ist halt so, man fällt sofort wieder durch. Ja, da gibt es halt jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Ganze mit Pistons steuern. Zum Beispiel habe ich so in meiner Let's Show Welt, da habe ich dann so
eine Möglichkeit. Hier sind zwei Druckplatten. Wenn ich aussteige und über die Druckplatten laufe, dann fällt automatisch das Boot runter. Davor nicht. In meiner Let's Play-Welt, und so werde ich jetzt auch hier bauen, habe ich das Ganze ein bisschen einfacher gemacht, weil ich ja damals noch keine Sticky Pistons hatte. Mache ich das Ganze einfach so. Ich baue hier nicht. Ich baue hier zwei Falltüren hin und einen Button, wo ich dann mich quasi hinunterfallen lassen möchte. Und jetzt hier drück, dann gehen beide quasi auf. Der Button bewirkt nämlich, dass diese Falltür aufgeht, und außerdem bewirkt er, dass dieses Redstone angeht, und dieses Redstone bewirkt wiederum, dass diese Falltür aufgeht. Können wir hier nochmal sehen. So, mit Redstone. So. Genau. Es würde, glaube ich, auch eine Falltür reichen, aber es sieht halt dann besser aus. Und ja. So funktioniert das Ganze. Dann werden wir jetzt mal nach unten uns begeben. Ich baue jetzt mal hier noch ein bisschen größer. Wir brauchen wieder unsere Axt. Set, was haben wir da? 15 Doppelpunkt 1. Ah, okay. Was ist genau meine Wolle? 35. 35 Doppelpunkt 1. Und da machen wir kurz. Wo ist orange Wolle? Da. Genau. Dann werden wir das Ganze mal ausprobieren. Wir werden uns jetzt ein Boot schnappen. Ein Boot gibt es da. Und wenn wir es hier reinsetzen und dann einfach links hochfahren, ich mach mal Reach wieder auf 4 und Set Speed 1. Dann stimmt auch die Geschwindigkeitsverhältnisse. Und ihr seht, wir werden einfach nur umgetragen. Wir drehen uns hier rüber und fallen dann quasi hier drauf. Wenn ich jetzt gleich wieder runter möchte, weil ich aus Versehen hier hochgefahren bin und eigentlich gar nicht hoch wollte oder so, drücke ich einfach sofort wieder auf den Button. Ich fahre runter und kann wieder rausfahren. Und wenn ich dann merke, oh, ich wollte ja eigentlich doch noch 4 Diamanten mitnehmen und irgend sowas, dann fahre ich einfach wieder rein. Fahre wieder hoch. Lass mich wieder rübertragen, steig aus. In dem Moment, wo man quasi so durchfällt, kann man, wenn ich mich jetzt bewege, dann werde ich quasi das Boot bewegen. Macht auch nichts, denn das Boot wird quasi immer oben bleiben. Also von dem her ist es quasi kein Problem. Nur, wenn man quasi das verhindern möchte, fahren wir mal nochmal rüber, und man landet es quasi hier, und man steigt aus, und jetzt befinde ich mich wieder im Boot. Da muss man einfach nur einmal kurz springen, und schon befindet man sich auf dem Boot. Warum man da manchmal durchfällt, manchmal bleibt man auch direkt auf dem Boot, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Warum das so ist, keine Ahnung, Minecraft-Bug, wie auch immer. Auf alle Fälle, ja, durchfallen richtig kann man eigentlich nur, wenn man quasi dann hier runtersteigt. Aber das Boot bleibt immer oben. Ja, so ist das. Und dann hat man hier, ist man eben in seiner ersten Etage. Man kann das Ganze natürlich auch noch anders bauen, dass man zum Beispiel hier einen, hier das Wasser quasi durchlaufen lässt und mit Pistons dann stoppt und dann fällt das Boot runter. Diese Version ist zwar auch möglich, aber halt ein bisschen kostenaufwendiger, und ich habe sie auch noch nicht wirklich gemacht, weil ich finde die eben nicht so gut. Das ist eigentlich die einfachste und billigste Version, würde ich mal sagen. Das Einzige, was du brauchst, ist, ja, ein Eimer. Ist eigentlich, also das Einzige, was du brauchst, ist eigentlich ein Eimer, um das Wasser zu transportieren. Um wirklich gesehen. Weil, wenn du das irgendwann im Berg machst, muss ich einfach nur freigraben. Also im Prinzip 2x4. Und das halt so hoch oder rund tief, wie du willst. Und das funktioniert. Und das funktioniert Ewigkeiten, also von ganz oben bis ganz unten. Und das einzige Problem ist, wenn der Tunnel zu lang ist, ihr seht ja, man verliert ja Luft oder Sauerstoff. Dann gibt es aber einen ganz einfachen Trick. Wir machen mal kurz hier wieder 3. Reach 10. Dann muss man einfach nur an, keine Ahnung, ungefähr da, wo es kritisch wird, ich mache jetzt mal in der Hälfte, einfach versetzt. Auf der anderen Seite dann, und zwar unten, hier haben wir da, also hier unten auf der Seite, dann ist quasi
immer noch zwei Blöcke sind immer noch da. Das heißt, es reicht eigentlich auch, wenn man bloß zwei Blöcke reintut. Aber wenn man dann mit dem Boot eventuell mal ein bisschen schräg fährt, dann geht es nicht mehr genau so gut. Also kann passieren. Und so hat man halt quasi, egal wo man ist, man fährt garantiert da durch und man bekommt eigentlich wieder Sauerstoff. Kann ich euch mal auch kurz zeigen. Ja. Fahren wir mal hier hoch. Also mit Reach, mit Speed so und so ist es ganz schön problematisch. Und ich bin gerade irgendwie, habe ich jetzt Luft bekommen? Ich glaube nicht. Kann es denn sein? Fahr darüber. Ah, ich habe Luft bekommen. Notfalls kann man das Ganze auch so machen, wenn man absolut sicher sein will. Du machst es mal wieder zu. Man baut einfach das Ganze dann nochmal, und zwar nochmal versetzt. Das heißt im Prinzip dann wieder hier. Und dann, welcher geht noch ab? Der da. Das heißt, man bekommt, egal wo man durchfährt, man bekommt Luft. Also, das ist dann wirklich Idiotensicher, sagen wir mal so. Genau. Und das war's im Grunde. Mit dem einfachen Aufzug für ja, Interessierte gibt es die Welt auch noch zum Download. Und zwar nicht unten in der Videobeschreibung, sondern auf meinem Kanal. Auf der Rechtsseite steht TUTMAP. Das ist die Tutorial-Map. Schaut ihr, jetzt bin ich quasi auf dem Boot. Jetzt kann ich mich quasi gleich bewegen, ohne dass das Boot verschoben wird. Genau. Ja, die Map gibt es zum Download. Hier gibt es auch noch die ganzen alten Sachen, wo ich so gebaut habe. Zum Beispiel da gibt es auch ein Tutorial drüber, über den Hundezwinger. Das befindet sich alles noch auf der Welt. Und da könnt ihr rumfliegen und euch das Ganze mal anschauen. Ich werde euch die Welt quasi ab hier so geben, weil das ist ja der aktuelle Bauteil, Baugrund. Machen wir noch Tag. Gehen wir noch in Creative-Modus, damit ihr rumfliegen könnt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen Aufschluss gegeben, wie das funktioniert. Wie gesagt, das ist eigentlich uralt, das System, aber ja. Man muss ja als Minecraft-Neueinsteiger auch erstmal reinfinden. Und ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Hungriffskrem sagt Servus. Tschaußen. Subscribe.